Und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator. Das neue Katzen- und Hunde-Update ist draußen. Oh ja, wir können jetzt kleine vierbeinige Begleiter haben. Und ich würde sagen, wir kaufen uns selbige gleich mal. Wie starte ich hier den Motor? Mit F. Es gibt wohl vier verschiedene Katzen und drei verschiedene Hunde. Ich hoffe, die passen hier alle drauf. Wir müssen mal gucken. Vor allem, wo kann ich sie kaufen? Ich denke mal beim Hofladen. Vroom, vroom. Es gab auch so ein paar kleine Fixes. Unter anderem wurde die Fahrphysik verbessert. Bei dem Fahrzeug hier ist es ja nie wirklich zum Tragen gekommen, aber ich habe ja auch Fahrzeuge, die sehr schnell ins Schlittern kamen. Müssen wir bei Gelegenheit mal ausprobieren. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und schauen mal. Ah, da sehe ich sie schon. Oh, die haben aber einen Preis. Drei Hunde, Rottweiler, Schäferhund und Dackel. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Weiß gar nicht, ob die alle hinten alle drauf passen. Ich würde erstmal nur die drei kaufen. Dann gibt es doch auch Futter für die. Und ja, Haustierfutter, Halsbandpaket, Napf. Haustierfutter gilt für Hunde und Katzen. Ich hoffe es zumindest. Oh, und einmal Halsbandpaket. Na, wirst du wohl? Zack. So, lasst euch mal anschauen. Wo seid ihr? Da. Streicheln. Sehr schön. Wunderbar. Kommst du von dir aus auf das Fahrzeug? Haut ihr jetzt einfach ab? Wie läuft das ab hier? Jetzt erstmal hier Futter. Und Näpfe. Hopp. Einmal Halsbänder, bitteschön. Zack. Fehlt auch einmal das. Meine Hunde alle hin. Ach, das ist der Schäferhund. Okay. Und die Frage, die hier. Ich darf ich auch streicheln. Sehr schön. Wie transportiere ich euch? Wo ist der Dackel? Ich vermisse den Dackel. Ah. Mal her. Der jagt hier schon Autos. Wo ist der Dackel? Sehr merkwürdig. Einsteigen. Rein theoretisch sollten die doch. Nein, tun sie nicht. Oh, ich sehe den Dackel. Der ist schon ganz da hinten. Machst du denn da? Komm her. Ja, braver Dackel. Komm, Dackel. Komm mit. Ja, komm mit. Hey, der soll auf Pfeifen reagieren. Kann ich dich mitnehmen? Ich kann dich streicheln, aber wie hebe ich dich auf? Ist die Frage. Wir laufen jetzt hier alle wild umher. Das ist schön, aber ich hätte euch auch gerne ein Fahrzeug drinne. Irgendwie von sich aus? Nicht so wirklich, ne? Keiner von denen folgt mir. Ich pfeife und er kommt nicht. Sehr unschön. Ja, ich möchte ihn nicht streicheln, ich möchte ihn aufsammeln, liebes Spiel. So. Hund folgt mir jetzt.
Okay, ich muss sie wahrscheinlich einzeln rüberbringen. Jo, da sitzt er. Die anderen beiden hole ich gleich noch. Ich möchte den erstmal nur nach Hause bringen. Whoops, whoops, my bad. Dun dun. Ich hoffe, das ist mit den Katzen leichter als mit denen. Ja, du bist da, das ist sehr schön. Hier, für dich. Ach, der folgt mir jetzt die ganze Zeit, ha? Ungünstig. Ich glaube auch nicht, dass die Wasserstelle, oder was sagt, der Turm da hinten für hier reicht. Kannst du hier drinnen bleiben? Wollt ihr mir immer noch? Nein, jetzt ist er drinnen. Du bleibst hoffentlich dort. Müssen wir die anderen beiden holen. Ehe die hier ausreißen. Vroom, vroom. Na, na. Wie zur Fahrphysik? Nee, war ein Spaß. Natürlich mein Fehler. Der Schäferhund ist als nächstes dran, würde ich sagen. Den Dackel, den hebe ich mir auf. So, da ist der Schäferhund. Und folgt mir jetzt. Sehr schön. Komm mal mit. Sitzt du drin? Jo, er sitzt drin. Rum, rum. Ja, geh mal runter. Die Hunde sollen einen wohl gegen Bären und Wölfe schützen. Und wenn man bewusstlos ist, also besiegt, dann sollen sie einen wohl auch wiederbeleben können. Müssen wir mal schauen, ob das klappt. Komm mal mit rein, Hund. Sehr gut machst du das. Nö. Klappt nicht. Müssen wir noch den Dackel holen. Sorry dafür. Vroom, vroom, vroom. Ja. Ja. Kleinen Dackel jetzt wieder finden, das wird natürlich eine Herausforderung. Bum, 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 bum. Wo ist der kleine Dackel? Na du? Oh, hat gegähnt. Wie süß, hat gegähnt. So, sitzt du? Jo, da sitzt doch der kleine Dackel. Rum, rum. Die Hopsasa, hier mal drüber. Ups, Vorsicht. Ich komme und fahre gegen einen Baum. Miau. Ja, man kann sie leider nicht wie so ein Huhn oder so packen und einfach mal hinten draufsetzen. Das klappt nicht mit denen. Oder ich habe die Funktion noch nicht gefunden.
Da ist er. Ach, die hocken alle schon am Tor. Komm mal mit. Geh mal hier rein. Ja? Veralbern die mal. Zack. So. Baumenü. Und Glip. Und... Ach, da ist mein Dackel im Weg. Was sagen, ich kann nicht nach hinten gehen. Irgendwas behindert. Das war der Dackel. 3. Also hier direkt in die Mitte. Upp. Und ich würde sagen, wir reißen das hier mal ein. Die richtig Gelände haben die Jungs und Mädels. Oh, aufheben. Aufheben. Heb das mal alles schön auf. Einsetzen. Nein, das ist das Aufheben. Einsetzen. Kleiner Dackel, du stehst im Weg. Merkst du das? Blick. Bisschen nach hinten hier setzen. Blick. Blick. So, jetzt machen wir das mal mit dem Futter ja klar. Alle Nöpfe zu füllen. Ja, das macht nur das Futter. Ist ungünstig. Wasser muss ich von mir aus holen. Nee, du musst drinnen bleiben. Aha. Zum Nachhinein fand ich es sehr schlau von mir, schon mehrere Pferde zu haben. Wow, der Dackel ist ja mit hier. Der Dackel folgt mir jetzt dauerhaft. Der Dackel ist der beste Freund des Menschen. Da muss man wissen, alles für den Dackel, alles für den Club, ein Leben für den Hund. Aha. Hier, einmal. Schieß ein bisschen den Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Nimm dir das nicht krumm, aber trotzdem, du stehst ein bisschen im Weg. Okay, für die Katzen. Ich sag's wie es ist. Das sind Hauskatzen, die bleiben drinnen. Ich hoffe, die kann ich wenigstens irgendwie hinten auf die Ladefläche setzen. Halt. Wir müssen die Dackel hier lassen. Nicht, dass das mit den Katzen genauso ist wie mit den Hunden. Und die ab dem Moment als Begleiter gelten. Komm mal hier, Dackel. Komm mal mit. Das hat mich sehr gefreut. Du bleibst hier. Du bleibst jetzt einfach hier. Klappt alles nur übers Pfeifen. Wenn ich nicht mehr pfeifen kann, sind die Tiere aufgeschmissen. Brumm, brumm. So, wow. Easy. Da, 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 da. Also. 4 Katzen jetzt noch und dann habe ich alle Tiere. Platz da, ich komme. Also, erste Katze, zweite Katze, dritte Katze und vierte Katze. Wir brauchen natürlich auch Futterstellen.
Na, ich stell mal lieber zwei auf. Ne? Nicht jede Katze braucht einen eigenen Napf. Die können auch mal gemeinsam aus einem fressen. Das ist nicht das Problem. Aber zumindest so ein bisschen. Zack. Okay. Aufheben. Jo. Streicheln. Oh. Magst du nicht? Doch, magst du. Ich wusste es. Du bleibst da stehen. Schnapp. Hörst jetzt auch mir. Zack. Und schnapp. Sehr schön. Eine Katze fehlt noch. Wo ist die Weiße? Da hinten. Auf der Flucht. Nee, ich sehe dich, ich sehe dich. Du bist einfach weiß. Oh, die schnurrt ja intensiver als die anderen. Jetzt ist nur die Frage, die kacken die auch hin? Wenn das Hauskatzen sind, die sollten mir möglichst nicht in die Bude scheißen. Warum, warum? Wie die da einfach starr hinten drauf der Ladefläche sind, meine Güte. Jo, das sind absolut realistische Katzen. Die bleiben stur, auch wenn ich hier Unfälle baue. Die wissen genau, wer läuft auf einer Ranch. Zack. Erste Minka. Könnt ihr der Küche? Ihr könnt euch so ein bisschen austoben. Zweite Katze. Wenn du es wagst, nach draußen zu gehen, müssen wir die Haustür zumachen. Das geht so nicht. Katzen gibt's nicht auf der Flucht. Nee, guckt. Die wissen sofort, die Tür ist offen, wir müssen raus. Das fällt aus wegen ist nicht. Ja, die sitzt schon davor. Die weiß schon, was hier los ist. Bleibst drinne. Okay. Hier ist eure offizielle Futterstelle. Ist rausgeklitscht? Nee. Mal gucken, wo die hin ist. Kann sich noch nicht so weit entfernt haben. Nein. Okay, ich sehe. Ich habe jetzt drei Stubentiger gesehen. Wo ist die rote hin? Miau. Ist die weiße? Miau. Ihr vertragt euch doch, oder? Man muss sich euch trennen. Jeder einen eigenen Raum. Diese Katzen sind wild. Ich finde sie nicht mehr. Okay. Zwei sind hier, die unter Kontrolle zu halten. Ah, da ist die rote. Keine Ahnung, wo jetzt die vierte hin ist, aber egal. Puff. Zack. Was zu fressen. Jetzt muss ich hier mal Wasser holen. Oh, die wollen immer alle gleich raus. Was ist das? Oh, 10 Liter in den kleinen Napf? Willst du mich veralbern? Oh. Ja, mach doch mal. Ey, jetzt mach ich das so. Verliert immer den Kontakt zur Kurbel. Immer hinter dir zumachen. Katzen sind schnell mal auf der Flucht. Gut. Ich hoffe, ihr sauft und fresst das nicht so schnell weg. Blutsch. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, höre ich hier draußen mauzen.
knapp davor. Nicht getroffen. Egal. Ob das jetzt 10 Liter sind oder nicht, ist erstmal egal. Oder? Keine meiner Wassertürme dürfte die da hinten versorgen können. Muss ich das Wasser per Hand hinbringen? Das ist ein bisschen ätzend, muss ich zugeben. Geht doch mal vom Tor weg. Was ist denn mit euch? Ich habe entschieden, jeder von euch kriegt erstmal nur 7 Liter. Ich möchte ja nicht tausendmal hin und her laufen, oder? Da, 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 da. Ja, es ist schon in den Abendstunden und ich war nur damit beschäftigt, meine Tiere, meine neuen Haustiere zu versorgen. Blub. Vielleicht mähe ich denen auch so ein bisschen das Gras noch weg, ich weiß es nicht, aber eigentlich sollen die ruhig im hohen Gras tollen können. Uff, wo ist der Dackel? Ja, uff, wo ist der Dackel? Ah, da ist der Dackel. Da. Haben wir noch ein bisschen Holz und ja, bauen die Hundehütten. Ja, ich weiß nicht, ob ich denen wirklich einen eigenen Wasserturm hinstelle. So eine Sache für sich. Keiner meiner Wassertürme ist nah genug an den jeweiligen Gebieten für die Näpfe dran. Und der dritte Napf. Auch 7 Liter. 7 Liter, meine Güte, da passt wirklich eine ganze Menge rein. Na, na, na. So. Haben wir noch Holz für die Hütten? Upp. Na ja, Regenwasser ist doch auch gutes Futterwasser. Oder? Wenn es auf den Napf drauf regnet, müsste das doch hinhauen. Ja. 33. Upp. Upp. Hier. Da. Fahren wir hin. Klären das. Rum, rum. Ja, ihr Pferdchen, irgendwann kriegt ihr auch ein Update. Da kann ich euch dann züchten. Ah. Dum-dum. Der Feini. Gut. 3 Hütten, 3 Hunde. Sollte soweit gehen. Sehen jetzt nach nichts aus, ich weiß. Aber sie haben einen großen Bereich zum Tollen, würde ich doch mal sagen, oder? Da gehe ich sehr fest von aus, dass vollkommen ausreichend ist. Hopp. Hopp. Sehr fein. Es ist schon wieder. Es ist schon wieder Abend. Habt ihr euch hier schon bedient? Nö, nicht wirklich. Werd nicht hungrig. Miau. Einmal weiße Farbe. Reicht nicht aus, um die ganzen Zaun bei den Hunden weiß zu streichen.
Können anfangen, aber mehr auch nicht. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Hopp, 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 hopp. Hälfte ist geschafft. Ungefähr die Hälfte. Also holen wir noch einen weißen Eimer. Jetzt mal ganz kurz gucken. Haben wir noch das tiefdunkle Rot hier irgendwie? Wo ist der Lichtschalter? Oh, der hat ja richtig geholfen. So. Oh shit, ich habe die Tür offen gelassen. Die sind bestimmt jetzt alle auf der Flucht. Oh boy. Katzen ist nicht zu vertrauen. Jede Möglichkeit zu fliehen werden die. Oh, ich bin zu dumm. Ich bin zu doof. Reicht das nicht mehr? Ah, schlimm. Ja, jetzt habe ich immer ein rotes Tor. Nein, das machen wir doch anders. Hops, hops. Nehmen jetzt erstmal die schwarze Farbe. Ich weiß, ich habe offen gelassen. Oh, der Katze. Nicht. Ganz was Schlimmes. Jo. Jo. Einmal noch das Rote dann. Tü-tü-tü-tü-tü. Hey, komm her. Nicht vertrauen. Der Katze niemals vertrauen. Hier nicht versehentlich was anmalen, deswegen. Dun, dun, dun. Oh, nach 22 Uhr und es stürmt. Boing, boing. Sehr schön. Rote Hütten mit schwarzen Dächern. So, jetzt kaufe ich hier noch einmal weiße Farbe, würde ich sagen. Das reicht hoffentlich. Naja, ich kaufe vielleicht lieber zweimal weiße Farbe. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann nochmal woanders. Ich stelle das erstmal hier draußen hin. Die Fahrphysik der anderen Fahrzeuge überprüfe ich jetzt nicht. Wie gesagt, die sollte verbessert sein. Sie haben so in die Notes reingeschrieben: Wir haben euch gehört. Oder irgend sowas stand da drinne. Ja, wir haben euch gehört. Ja, ich habe auch laut geschrien, weil es teilweise unverständlich war, wie diese Dinger rumgewackelt haben. Uff. Immer auf. Weiß. Laden. Kaufen. Und nochmal kaufen. Uff. Oh, weiße Farbe.
Zack. Und zack. Miau. Licht anmachen, ja. Jup. Ich habe hier Vorfahrt. Ich habe hier Vorfahrt, habe ich gesagt. Meine Güte. Ist sie das mit dir? Weg da. Kurvenlage. Bescheiden. Bescheiden ist geprahlt. Ups. Geht zur Fahrphysik. Einmal hinten lang. Oh, der Tank ist fast leer. Muss ich bei Gelegenheit auch noch klären. So, erstmal hier. Kein rotes Tor. Ich weiß, das Ding hat hier sehr viele Tore. Das ist eigentlich egal. Ich sagen. Uff. Zack, genau gepasst. Sehr schön. Dackel. Ja, das ist nicht der Dackel. Dackel. Wo ist mein kleiner Dackelfreund? Ach, da ist er. So, jetzt schlafen die hier fein. Futter und Nahrung haben sie alle. Warum schlaft ihr eigentlich nicht in euren Hütten? Ja, warum schlaft ihr hier davor? Wo ist das Schiff? Oh, ach, da hinten ist er. Verstehe ich nicht. Könntet so schön da drinnen schlafen. Ihr habt euch dazu entschieden, bewusst draußen zu schlafen. Ich fühle mich beleidigt. Das kann so nicht sein. Gut. Uff. Uff. Was stehe ich drauf? Auch auf der Farbe. Hier. Da. So, du kannst auch mal hier sein, oder? Muss ich nur mal schauen, sind alle Katzen noch da? Jede Lichtquelle gleich mal aktivieren. So, eins, zwei. Zwei Katzen hier. Wo ist der Rest von euch? Hier, Lichtschalter. Ach, da. Drei. Wo ist die vierte Katze? Wohnungskatzen halt, ne? Die sind überall, aber nicht dort, wo man es erwartet. Offen. Ich will die vierte Katze nicht. Ich krieg die Krise. Ich wusste nicht, dass ich hier Babysitter für Katzen bin. Ah. Eins, zwei, drei. Und vier. Okay. Die sind alle da. Sehr schön. Feini. Okay. Ja, also so viel zum Update. Wir haben jetzt vier Katzen und drei Hunde. Und die werden mir die Haare vom Kopf fressen. Denn, ich weiß gar nicht, wie ging das nochmal? Nee, ich hab vergessen, wie ich ins Journal reinkomme. Ach so. Ich habe nur 2700 auf der Kante. Egal, wir kriechen schon irgendwie wieder Geld zusammen. Das haben wir bisher immer geschafft. Jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Ja,
Na, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tschüss.